Anita Schmidt. Ich arbeite für Global Family und zwar sind wir Familien da, die in Not geraten sind, die sich nie in ihrem Leben einen Urlaub leisten können und damit sie wieder für euren tristen Alltag wieder Kraft, Mut und Hoffnung schöpfen können, vermitteln wir Urlaube. Und hier in dem schönen Lech helfen uns viele Hoteliers mit, den Kindern eine schöne Woche zu verbringen. Und jetzt möchte ich euch am Anfang einfach, bevor wir weitergehen zum Feuer machen, eine Quatschgeschichte erzählen. Zehn und zwei lass gehen, doch drei mach gleich. So wirst du reich, verlier die vier, aus fünf und sechs, so sagt die Hex, mach sieben und acht. So ist's vollbracht und neun ist eins und zehn ist keins. Das ist der Sechs, nein, Mann. Schmeckt lecker. Sie sind Hotelbesitzer vom Hotel Arlberg. Sie hatten schon sehr viele prominente Gäste. Warum engagieren Sie sich für dieses Event hier heute? Wenn man selber, wie Sie das schon angesprochen haben, hier ein bisschen auf der Sonnenseite des Lebens sein darf, dann glaube ich, ist es nur recht und billig, hier seinen Beitrag zu leisten, wenn es um das Thema derer geht, die hier leider nicht nur auf der Sonnenseite leben. Global Family macht ja jetzt ein besonderes Event, die Kinderlächeln-Wochen. Und heute haben wir es hier mit vielen schönen Autos zu tun, Oldtimern. Was ist da heute Ihre Funktion? Die Idee ist, den Kindern einfach Spaß zu bereiten, sie vielleicht hier ein bisschen durch unsere schöne Landschaft zu chauffieren. Die Fahrzeuge sind vor Ort, wir haben ein paar Freunde hier akquiriert, die uns dabei helfen. Und ich hoffe, dass Kinder Lächeln in die Gesichter zaubern zu können. Thank you.
Global Family ermöglicht ja jetzt hier Kinder in nicht so günstigen Lebenssituationen eine wunderschöne Urlaubswoche hier in Lech. Ist das jetzt eher gut für die Kinder oder werden sie da in Anführungszeichen verhunzt und denken dann, das ganze Leben müsste so sein, oder wie ist das aus psychologischer Sicht? Diese Sorge wird manchmal geäußert und da kann ich wirklich ein ganz klares Nein sagen. Das hat keine schädigenden Auswirkungen für die Kinder, ganz im Gegenteil. In der Traumaarbeit ist es so, wenn man mit Erwachsenen arbeitet, dass auf alles, was gut war im Leben, zurückgegriffen wird. Sozusagen, wenn man als Erwachsener dasteht und sagt, okay, ich hatte diese und diese schlimme Geschichte, dann muss man, um sich damit auseinandersetzen zu können, zuerst einmal auch klar machen, ja, ich habe aber auch ein gutes Leben. Ich hatte einmal eine Woche und da waren alle nur freundlich. Da bin ich mit einem tollen Auto gefahren und da war es lustig und da waren alle so lieb zu mir. Und das hat mir das Gefühl gegeben, ich bin wertvoll. Und das kann wirklich so einen riesengroßen Samen pflanzen in einem Kind, dass da wirklich dann auch später, wenn auch noch ganz viele schlimme Sachen auf diese Kinder zukommen. Wir können ihnen dieses Leid nicht ersparen, aber wir können ihnen eine wunderbare Ressource geben, damit sie auch merken, das Leben kann auch anders sein, um dann auch zu erfahren, es gibt auch gute Menschen und ich kann mich auch auf Menschen verlassen. Diese Erlebnisse, diese Erfahrungswerte sind ganz wichtig, gerade bei Kindern, die es nicht so gut erwischt haben. Sie sind alleinerziehende Mutter von 3 Kindern. Und wie erleben Sie die Kinderlächelnwoche? Es ist total herrlich und die Organisation ist wunderbar. Also es wird immer geschaut, dass wir alles haben, dass wir versorgt sind mit Jause und dass wir nichts extra kaufen müssen. Es wird versorgt, die Kinder werden versorgt, es wird organisatorisch, es ist einfach prima gemacht. Finde ich ganz toll. Wie hat es dir bis jetzt gefallen? Was hast du alles schon gemacht? Ja, sehr gut hat mir gefallen. Ich bin mit dem Sessellift schon gefahren, mit dem Allberg Express, mit dem Oldtimer-Bus sind wir auch schon gefahren und heute haben wir noch vor, dass wir ins Schwimmbad gehen können. Ich bin mit dem Oldtimer-Bus gefahren und Golf haben wir gespielt. Was hast du bis jetzt alles gemacht? Das gleiche wie Sie. Und hat es dir Spaß gemacht? Es geht. Was machst du heute noch? Mit den anderen Autos auch noch fahren. Also das liegt dir, du magst, bist Autofan, oder? Ein bisschen. Es ist total schön, die Leute sind sehr nett und ja, super toll. Wie war's? Gut. Also war schon ein bisschen langsam, aber ging. Gespenster, das gibt's doch gar nicht in Wirklichkeit. Wer glaubt, es gibt sie? Versteht ihr was? Aber vormal, und das weiß ja auch jedes Kind, der Wetterumschwung auf so einer Alpe in den Bergen, in den Alpen. Schön, dass ihr hier oben den Weg raufgefunden habt auf die Fliegeralpe. War ja doch ein ganz schöner Aufstieg. Super Kinder, habt ihr toll gemacht. Down, stay.
Wir zerstören das Gute, was Gott uns geschenkt. Lassen uns treiben, werden behängt. Hat man uns nicht schon Zeichen gesetzt? Doch in diesem Moment wird schon wieder verletzt. Herzen der Liebe, die Liebe hat. Herzen der Liebe. Dreimal, dreimal, sechs, bitte, bitte werdet von uns lernen. Alle groß und klein, tralalalala, dich zu uns ein. Hey, Pippi Langstrumpf, tralali, tralala, aber auch sein Sack. Ganz besonders und haben wir noch den Gerhard, den Gastgeber hier, den Wirt und Hotelier. Hätten die Hoteliers nicht so ein großes Herz und würden ihre Gastfreundschaft hier zur Verfügung stellen und euch diese Zeit ermöglichen. Ich hoffe, ihr genießt es, habt noch eine schöne Zeit und kommt gut nach Hause. Jetzt stehe ich hier mit der Frau Pfefferkorn-Walser. Sie ist die Hotelchefin vom Hotel Pfefferkorn. Ihre Funktion heute, was haben Sie hier heute veranstaltet? Also wir haben am Dienstag ja schon diese Sagenwanderung gemacht im Grillen, die leider etwas nass geworden ist. Und heute haben wir einfach zu den Sagen noch einmal gemalt. Aber die Kinder können dann malen, was sie möchten. Und ich habe mir gedacht, malen ist ein gutes Programm, auch wenn es regnet. Das kann man auch unter Dach machen und darum haben wir das heute veranstaltet. Haben Sie den Eindruck, dass den Kindern das hier sehr gut tut, dass sie fröhlich sind, dass sie das aufnehmen, was hier angeboten ist? Wie ist Ihr Eindruck von den Emotionen der Kinder? Ich habe den Eindruck, für viele Kinder ist es ungewohnt plötzlich, dass so vieles auf sie hereinbricht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass schöne Freundschaften auch zwischen den Kindern entstanden sind und dass die Kinder schon eigentlich so eine Riesengaude haben. Ja. Melanie, Patricia, Alexander, Valentina, Asra. Und du? Hallo, ich bin der Dominik Kugler. Ich freue mich sehr und bin schon aufgeregt. Und ja, und es macht Spaß. Und Ballett ist auch ganz schön cool. Ja, tschüss. Karl Auer hat uns dann gebeten, ob wir hier eben in Lech dieses Kinderlächeln unterstützen wollen und das haben wir sehr gerne zugesagt. Das macht mir großen Spaß, mit Kindern zu arbeiten, besonders mit diesen Kindern, weil es gibt nichts Besseres als glückliche Kinder mit Lächeln am Gesicht. Und ich bin sehr stolz, dass ich diesen Kindern
ein klein bisschen Glücksmomente einbringen kann und darf, weil unser Leben eigentlich existiert aus Glücksmomenten. Je mehr du Glücksmomenten du hast, desto reicher du bist. Und ich bin glücklich, dass ich mit diesen Kindern arbeiten darf und sehr stolz drauf. Nach wie vor viele Menschen, Kinder auf der Welt, für die das Leben nicht normal verläuft. Aber es sind sehr viele Familien hier, für die das Erlebnis Urlaub in dieser Woche das erste Mal stattfindet. Gerade im Lech am Adelberg kommen teilweise die Familien, die im Zeugenschutzprogramm sind, die wirklich unter Geheimhaltung neuer Identität, Kinder, die entführt worden sind, Mütter, die denen man nach dem Leben getrachtet hat, die werden gerade in Lech am Adelberg optimal behütet. Und ich glaube, es sollte eine Aufgabe der Gesellschaft sein, dass wir diese Kinder und diese Mütter auch und diese Väter zum Teil auch, ich möchte nur ein Beispiel noch nennen, ein Salzburger Familienvater hat 3 Kinder und eine Frau. Die Frau stirbt an Krebs. Er bleibt jetzt zurück mit 3 Kindern. Ein Kind davon kam behindert auf die Welt, hat keine Ohren, atmet über den Hals und wird ernährt über eine Sonde. Und das Kind ist aber geistig völlig normal. Und ich bin schon fertig, nur eine Geschichte noch. Wir hatten einen leukämiekranken Buben, 7 Jahre alt. Da haben die Ärzte gesagt, schickt den schnell auf Urlaub, der wird seine Mutter nicht überleben, das dauert nicht mehr lange. Und mittlerweile ist er gesund, weil er gemerkt hat, er wird gerade bei den Hotels, zuerst in der Steiermark auf dem Bauernhof, er wird angenommen, er wird geliebt. Mit 9 Jahren hat er gesagt, 2 Jahre nachdem er gerne mehr leben sollte, hat er gesagt, du Karl, ich habe jetzt auch Freunde. Und ich denke mir, da steckt so viel, dass es möglich ist, dass die Hoteliers hier Menschen heilen. Das ist kein Spruch, das passiert. Das passiert jede Woche, wo irgendeine Familie in den Hoteliers aufgenommen wird, werden Menschen geheilt. Und sie bekommen Perspektive und bekommen eine Zukunft. Und das ist das Allerschönste. Und nicht mir oder ich danke natürlich meinem ganzen Team, aber die wahren Helden sind die Hoteliers, Familien, die Frauen und Männer, die diese Familien hier aufnehmen und ihnen dieses Glück schenken. Danke vielmals. Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich für diese unglaublichen und unvergesslichen Tage hier in Lech bedanken, zu denen jeder von euch seinen ganz individuellen Beitrag geleistet hat. Nicht nur ich, sondern auch ein wunderbarer Kollege an meiner Seite, Axel Robert Müller, ich bitte dich zu mir auf die Bühne. Guten Abend! Hallo! Ja. Viele kennen ihn vielleicht nicht unbedingt vom Sehen, aber wer mal in Bayerns Regionen zwischen 5 Uhr morgens und 9 Uhr morgens im Auto unterwegs war oder auch zu Hause früh aufstehen musste, hat vielleicht mal auf Bayern 3 die Frühaufdreher gehört, die Axel Robert Müller moderiert.
Und ja, wie gesagt, sie laufen von 5 Uhr bis 9 Uhr morgens, Axel. Wann musst du denn da immer so aufstehen? Ja, ich muss aufstehen um 3 Uhr. Und kein Mitleid, also ich habe es mir freiwillig ausgesucht. Und Bäcker, die für uns alle auch jetzt hier die Brötchen und die Semmel backen, die stehen ja noch viel früher auf. Nachdem ich immer sage, ich schlafe immer 7 Stunden, egal vor welcher Schicht, gehe ich um 20 Uhr ins Bett. Das ist unser erster Gast, der uns heute eine Darbietung bringen wird, auch ein Kind, nämlich? Das ist der Niklas. Niklas, 9 Jahre jung, er kommt aus Salzburg und kommt jetzt als Michael Jackson. Michael Jackson! Am 7.7.2007 entstand Global Family, eine Idee, die zur Wirklichkeit wurde. Seit dort konnten 1.100 Leute, Familien mit ihren Kindern, Urlaub genießen, entspannten Urlaub mit Hilfe unserer 130 Partnerhotels. Und denken Sie daran, wenn Sie die Tombola Ihre Preise geben, auch Sie unterstützen wieder Familien, denen das zugute kommt, die wieder Urlaub machen können, Kraft, Mut und Hoffnung für ihren tristen Alltag zu schöpfen. Ich danke Ihnen jetzt schon. Strong, as long you're on my shoulder.
garden. You raise me up. Sure.